Hallo liebe Hungrige, mein erstes Video im neuen Jahr und für 2017 wünsche ich euch eiserne Gesundheit, einen tollen Partner, Spaß und Erfolg im Job und für jeden Tag ein bisschen Glück. Bei den Vorsätzen fürs neue Jahr bewegen sich ja Abnehmen und gesunde Ernährung ganz oben auf der Skala und mit dem heutigen Rezept bedienen wir dieses Interesse, denn es ist kalorienarm, vitaminreich und low carb. Übrigens, Gemüsenudeln sind ja schon eine ganze Weile im Trend und dieser soll sich, so jedenfalls von Ernährungsexperten vorausgesagt, im Jahr 2017 eher noch verstärken. Für die heutige Variante brauchen wir, denn Gemüsenudeln können ja aus ganz verschiedenen Gemüsesorten zubereitet werden, hier also Zucchini und Karotten, außerdem eine Prise Zucker und Tomatenmark, Zwiebel und Knoblauch, ein Lorbeerblatt, Pizzatomaten, Gemüsebrühe, Öl, Pfeffer, Salz und Oregano, etwas trockenen Rotwein, den ihr allerdings, wenn ihr es überhaupt nicht möchtet, durch zusätzliche Gemüsebrühe oder auch ein Schlückchen Orangensaft ersetzen könnt. Wir brauchen gemischtes Hackfleisch und Parmesankäse, gerieben oder gehobelt. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten. Das heißt, die Knoblauchzehe wird geschält und fein gehackt und die Zwiebel wird, nachdem wir sie geschält haben, klein geschnitten. Zucchini und Karotten werden geputzt bzw. geschält. Und nun wollen wir aus dem Gemüse ja Nudeln zubereiten und brauchen dafür einen Spiralschneider. Wo ihr einen solchen herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Und die Arbeit damit ist ja ganz einfach. Die Karotte wird noch reingesteckt und gedreht. Und schon können wir kürzere oder auch endlos lange Karottennudeln produzieren. Ist die Karotte dann so kurz, dass wir mit der Hand nicht mehr richtig drehen können, dann gibt es diesen Aufsatz, mit dem wir dann weiterarbeiten können, bis am Ende nur noch dieser Rest von der Karotte übrig bleibt. Mit den Zucchini verfahrt ihr dann ebenso und am besten, ihr gebt alles gleich in eine Schüssel hinein. Haben wir dies erledigt, erhitzen wir Öl in einer Pfanne, geben dann das Hackfleisch hinein, ebenso die geschnittene Knoblauchzehe und Zwiebel, braten das Gehackte dann krümelig und hellbraun an, rühren aber immer durch, würzen dann anschließend mit Pfeffer und auch mit Salz. Geben dann das Tomatenmark mit hinein und braten dieses unter Rühren kurz mit an. Anschließend löschen wir alles mit dem Rotwein ab und lassen diesen vollständig einkochen. Nun kommen die Pizzatomaten mit hinein und außerdem gießen wir die Gemüsebrühe dazu, rühren alles durch, würzen nun nochmals kräftig mit Pfeffer und Salz, geben das Lorbeerblatt in die Pfanne, vom Oregano ca. einen gehäuften Teelöffel voll und ergänzen noch mit einer Prise Zucker. Alles gründlich vermengen, Deckel darauf geben und zugedeckt bei geringer bis mittlerer Hitze für 15 Minuten schmoren lassen. In einem großen Topf bringen wir reichlich Wasser zum Kochen, salzen es, so ca. einen gehäuften Teelöffel und geben nun unsere Gemüsenudeln hinein. Ein bisschen unter Wasser drücken, einen Deckel darauf und für nur eine Minute kochen lassen. Ist also eher ein Blanchieren. Dann mit einer Schaumkelle herausnehmen, in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Ja, und nun können wir dieses leckere Essen servieren. Wir geben eine große Portion von den Gemüsenudeln auf den Teller, von der Bolognese darüber und verteilen dann noch Parmesankäse, gerieben oder gehobelt, darauf. Fertig ist dieses leckere Essen. Die Zubereitung, wie ihr sehen konntet, ist ja wirklich ganz einfach. Mit den Gemüsesorten könntet ihr auch noch variieren. Zum Beispiel könntet ihr auch Süßkartoffeln oder Pastinaken verwenden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr andere ähnliche Rezepte probieren möchtet, vielleicht Karottennudeln mit Pute und Erdnusssoße oder auch ein veganes Curry aus Süßkartoffelstreifen, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.